Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchte ich euch zeigen, wo ihr bei einem D-Link-Router die Möglichkeit habt, die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerkes festzulegen bzw. zu ändern. Grundlegend ist es erst einmal ganz wichtig, falls dies noch nicht geschehen ist, die Datenübertragung in einem WLAN-Netzwerk zu verschlüsseln. Standardmäßig ist das heute bei allen neuen Routern der Fall. Nutzt du aber noch einen älteren Router, dann könnte es durchaus sein, dass du hier noch unverschlüsselte Daten in deinem WLAN-Netzwerk überträgst. Was jetzt in deinem WLAN-Router eingestellt ist, das kannst du folgendermaßen nachprüfen, indem du dich auf deinen Router einwählst. Das machst du über deinen Browser. Dort gibst du in der Adresszeile des Browsers die IP-Adresse oder den Namen deines Routers ein. Damit wirst du zum Anmeldefenster des WLAN-Routers geleitet und kannst dich hier in die Konfigurationsoberfläche einwählen. Gebe das Passwort des Administrators ein. Hoffentlich verwendest du hier kein Standardpasswort mehr, sondern hast dein eigenes Administratorpasswort vergeben. Das sollte nämlich die erste Sicherheitsmaßnahme an einem WLAN-Router überhaupt sein. Um dich nun zu den WLAN-Einstellungen dieses D-LAN-Routers zu verbinden, klickst du auf Setup und im linken Bereich findest du eine Rubrik Wireless-Einstellungen. Wenn du nach unten scrollst, hast du die Möglichkeit, dein WLAN-Netzwerk manuell einzurichten. Und in diesem Bereich hier wird dir angezeigt, wie dein Netzwerk konfiguriert ist. Hier findest du jedoch noch nichts zur Verschlüsselungsmethode deines Netzwerkes. Um diese zu sehen, musst du etwas tiefer scrollen im Bereich WPA, wird dir noch einmal das Wichtigste zu den Verschlüsselungsmethoden erklärt. Und falls deine WLAN-Technik, deine WLAN-Netzwerkadapter nicht zu alt sind, dann sollte du mindestens die Verschlüsselung WPA2 aktivieren. Denn dies ist die aktuell sicherste Datenübertragungsmethode in einem WLAN-Netzwerk. Verschlüsselung über die alte WPA-Methode ist heute mit bestimmten Tools relativ schnell knackbar. Also, wenn möglich, immer mindestens die WPA2-Verschlüsselung nutzen. Klicke also einfach hier auf dieses Auswahlfeld, um die entsprechende Option auszuwählen. Wenn alle deine Netzwerkadapter die WPA2-Verschlüsselung unterstützen, dann solltest du diese auswählen. Falls du noch ältere hast, dann nimm WPA oder WPA2, damit die Abwärtskompatibilität gewährleistet ist. Also wähle jetzt hier die entsprechende Verschlüsselungsmethode aus, um sicherzugehen, dass du einen Mindeststandard an Sicherheit bei der Datenübertragung in deinem WLAN-Netzwerk gewährleisten kannst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com.